Donnerstagshandel, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Technical Trading, das ich in Kooperation mit Arriva präsentiere. Mein Name ist René Wolfram von realmoneytrader.com und auch heute eine aktuelle Trading-Chance. Wir sind erneut im Bereich der Aktienindizes und haben heute eine kurzfristige Ausbruchsstrategie, ein Wenn-Dann-Trade, also nur wenn es zu einem Ausbruch kommt. Dann wird auch ein Trade ausgelöst und der Ausbruch muss heute erfolgen. Wenn er heute nicht erfolgt, hat sich dieses Setup erledigt. Und wie das genau ausschaut oder was dahinter steht, werden wir natürlich so gleich besprechen. Aber wie immer zuerst der Blick auf die rechtlichen Hinweise, die auch heute wieder gelten. Wir sehen den klassisch saisonalen Chart. Daraus ist ersichtlich, dass wir jetzt so langsam in eine Zeit hineinkommen, in der die Märkte im Durchschnitt wieder nach oben drehen. Das ist aber gar nicht das Hauptkriterium für den heutigen Trade, sondern aus dem Fundus der monatlichen Breakout-Trades, die aus einzelnen Handelstagen heraus erfolgen, ergibt sich eben für den Ausbruch über das gestrige Hoch. Also wenn an Handelstag 4 der Ausbruch über Handelstag 3, über das Hoch von Handelstag 3 erfolgt. Gestern war Handelstag 3, heute ist Handelstag 4. Dann wird ein Long Trade ausgelöst im Nasdaq in dem Fall. Wir sehen hier den Nasdaq saisonalen Chart. Und das Ganze kann umgesetzt werden mit einem Turbo Bull Open End von UniCredit, also von der Hypo Vereinsbank. Die WKN lautet HC73EH. HC73EH. Einstieg ist per Stop Buy, wenn das gestrige Hoch überwunden wird. Also gestriges Hoch im Nasdaq muss genommen werden. Da sind wir gar nicht so weit entfernt davon. Und wenn das passiert, dann wird ein Long Trade ausgelöst, dann wird dieses Produkt gekauft. Stop Loss sind im Ausführungsfall dann 0,1 Euro und der Exit wäre in 20 Handelstagen zum Handelsende. Also der heutige Handelstag zählt dazu, wenn es zu einer Ausführung kommt. Die Order ist nur tagesgültig. Wenn es heute nicht zu einer Ausführung kommt, dann gibt es keinen Trade. Wenn es zu einer Ausführung kommt, dann ist heute der erste von den 20 Handelstagen. Morgen ist der zweite, der Montag ist der dritte und so weiter und so fort. Also 20 Handelstage bleibt die Strategie dann in der Position drin. Das war's für heute. Ich wünsche allen einen spannenden und erfolgreichen Handelstag und verabschiede mich bis zum nächsten Technical Trading.